Er hier, der Biber, ist wohl einer der größten oder besser gesagt der dicksten Schätze hier. Und dieser Marder vielleicht einer der grimmigsten. Oder diese hier, die Eulen, sind die mit den schönsten Federn. Es gibt viel zu entdecken in der naturkundlichen Ausstellung in Bindsachsen, einem Ortsteil von Khevenrod nahe dem Vogelsberg. Herr der Ausstellung ist Alfred Leis, der am liebsten selbst große und kleine Gäste durch die Sammlung führt. Seit 1980 schon existiert diese Ausstellung, die stetig wächst und so auch Seltenheitswert hat. Das Besondere an dieser Ausstellung ist, dass wir mehr als jeder andere über viele Jahre Präparate gesammelt haben. Es sind ausnahmslos Todfunde. Und dann muss man immer natürlich warten, was einem so gebracht wird. Die Bevölkerung kennt diese Ausstellung. Die Ausstellung hat Alleinstellungsmerkmal, weil in weitem Umkreis gibt es das nicht mehr. Und insofern werden wir immer unterstützt. Aber nicht nur Tiere werden hier ausgestellt, sondern auch die dazugehörigen Nester und Höhlen. So, jetzt machen wir mal das Nest auf und jetzt können wir in den Baumstamm hineingucken. Da gibt es etwas zu entdecken, ganz schön spannend. Knapp 390 Präparate befinden sich mittlerweile in der Ausstellung im Dorfgemeinschaftshaus. Das Gute daran, die Tiere halten still und flüchten nicht, sodass man sie in aller Ruhe anschauen kann. Es handelt sich mehrheitlich um heimische Tiere. Manche sieht man in der freien Natur leider kaum noch. Das Abbild bezieht sich eigentlich auf unsere Vogelsberger Landschaft. Wir haben nur ganz wenige Präparate, die außergewöhnlich waren, deshalb haben wir sie genommen. Ansonsten haben wir Tiere, Vögel, Kleinsäuger, die man bei uns hier in der Gegend findet. Viele waren vor einigen Jahren noch relativ häufig. Inzwischen haben sich die Bestände deutlich ausgedünnt und in freiem Fall sind die Feldvögel. Umso wichtiger ist es, diese Tiere hier zu zeigen und die Besucher dafür zu sensibilisieren, dass der Lebensraum vieler Tiere langsam verschwindet, wenn nicht etwas dagegen getan wird. Damit dieser Bildungsauftrag auch weiter erfüllt werden kann, wünscht sich Alfred Leis eine Modernisierung der naturkundlichen Ausstellung. Auch damit solche Raritäten hier nicht verloren gehen, wie zum Beispiel die fast weiße Amsel oder der Albino-Maulwurf. Der kommt ja natürlich nicht jeden Tag vor. Der Maulwurf lebt unter der Erde, stirbt auch unter der Erde. Also wir wissen gar nicht, wie viele Albinos es gibt, weil wir die nie zu Gesicht bekommen. Einen aber doch. Eine Besonderheit in dieser besonderen Sammlung, in der hoffentlich noch viele Menschen nicht nur viel über Tiere erfahren können, sondern vor allem auch ihren Wert zu schätzen lernen.